So, da ist er. Ich grüße dich. Servus. Das sieht nicht mehr nach einer Wohnung in San Jose aus. Du bist gut und wohlbehalten wieder angekommen. Seit wann bist du hier, mein Lieber? Seit letzter Woche Donnerstag. Wir haben uns ja kurz vorher noch unterhalten und bei Radio MK ein schönes Interview gemacht. Da warst du noch in San Jose, hast erzählt, wie du trainierst. Mhm. Und was passierte dann? Musste dann doch eher jetzt die Abreise anstehen als gedacht? Ja, es wurde ja dann alles abgesagt bei uns und ja, das ist auch alles ist zu in San Jose, die Eishalle ist Gym, selbst in einem Apartment-Komplex ist das Gym auch zu und ja, da geht nichts mehr, deswegen bin ich jetzt erstmal wieder hier. Okay, bei Mama und Papa daheim. Und wie ist es denn? Also du hast geschrieben damals schon, es ist ja eher eine außergewöhnliche Geschichte für dich, weil, naja, so viele Jahre, wie du schon unterwegs bist, muss man sich daran gewöhnen. Aber ich glaube, die freuen sich doch mega, dich jetzt bei ihnen zu haben, oder? Ja, denke ich schon. Hoffe ich auf jeden Fall. Lea, lass uns ein bisschen über ein außergewöhnliches Jahr sprechen, das es ja ohne jeden Zweifel für dich war. Vom Abschied angefangen bei den Iserlohn Roosters, als für dich feststand, okay, es gibt ein Jahr, aber kein zweites. Mannheim, die erste Zwischenstation und ein bisschen Training. Wie hast du diese Zeit erlebt? Ja, ich glaube, ich habe bis zum Development Camp in San Jose noch hier zu Hause trainiert. Und ja, dann zurückgekommen aus dem Camp und direkt nach Mannheim. Und ehrlich gesagt, ich hatte gar keine Ahnung, ob ich drüben bleibe oder ob ich wiederkomme. Und einfach alles normal mit in Mannheim mitgemacht, mit der Mannschaft. Mich so gut wie es geht vorbereitet und dann ja, rübergegangen und gucken, was passiert. Tja, wie war denn Mannheim unter Pavel Groß? Beschreib ihn mal als Trainer, du durftest ihn ja ein bisschen kennenlernen. Wir erleben ihn ja nur am Rande und meistens guckt er ein bisschen grimmig. So ist er aber, glaube ich, gar nicht. Ja, das muss ich aufpassen, was ich sage hier. grimmig würde ich auf keinen Fall sagen. Er ist eigentlich, finde ich nett, offen. Ist halt ein Trainer, der ehrgeizig ist und der auf die Kleinigkeiten achtet und jeden Tag erwartet, dass man sein Bestes gibt. Und wenn man das einen Tag nicht bringt, dann ist er halt der Trainer, der sofort die eine runterhaut sozusagen und sagt, gib mal wieder ein bisschen mehr Gas. Aber das ist doch eigentlich für dich ganz persönlich, der ja sowieso das tut, immer diese 10% mehr, 15% mehr jeden Tag, ist es eigentlich keine Situation, die du nicht genießen würdest für dich. Nee, ja, ich glaube, ich bin mit ihm sehr gut klargekommen. Ich glaube, wir haben weitestgehend die gleiche Einstellung zum Hockey und zum Training und deswegen war alles super. So, und dann war Mannheim schon wieder Geschichte und man musste nach San Jose. Ganz ehrlich, als du gelandet bist und so die ersten Schritte in Richtung NHL-Team gemacht hast, mit dem du erstmal trainieren solltest, weil du wusstest ja gar nicht, dass du dabei warst, war das die größte Nervosität deiner Hockey-Karriere oder war auch Leon Bergmann richtig cool? Ich glaube schon, dass ich auf jeden Fall nervös war. Ich glaube, ja, ich bin ja hingeflogen, da hatten wir erstmal das Rookie-Turnier. Und ja, beim Rookie-Turnier hat es auch einen schon komplett zerstört, hat einen Puck ins Gesicht bekommen, hat ein paar Zähne verloren. Es war dann erstmal, wusste ich erstmal, jetzt geht's wieder los. Und ja, dann danach ging das Training Camp los. Und wir waren alle noch im Hotel quasi. Ich war nur 2 Monate im Hotel und wir sind Tag für Tag sind welche runtergeschickt worden und man war halt immer noch einen Schritt dabei. Und irgendwann hieß es dann halt, wir packen die Koffer und fahren nach Vegas. Und aber da hat uns auch keiner gesagt, dass das jetzt das Team ist, was es schafft, sondern einfach nur gefahren und dann ich glaube wirklich erst am ersten oder einen Tag vorm Spiel oder sogar am Spieltag erst haben die uns angesagt, dass wir halt dabei sind. Das war dann, wir haben gerade über den größten nervösen Moment gesprochen. War das dann, also dieses Bewusstsein zu haben, jetzt klappt's, jetzt bin ich tatsächlich ganz kurz vor meinem ersten Spiel, ist das dann der geilste Moment, den man sich so wünschen kann? Ja, glaube ich schon. Ich glaube auf jeden Fall, dass es
in der NHL zu spielen, ist, glaube ich, das große Ziel von jedem Eishockeyspieler. Und das erste Spiel ist natürlich nochmal was ganz Besonderes. Und ich glaube, gerade in Las Vegas ist nochmal was Besonderes, weil die ganze Stadt und die Atmosphäre in der Halle und so, das ist auf jeden Fall was Besonderes. Besonders auch deshalb, als wir uns gesehen haben, so um den 10. 11. Februar herum, sind wir weitergeflogen nach Las Vegas und ich durfte ja auch mal ein Spiel in der T-Mobile Arena sehen. Und das Geilste, was du damals beschrieben hast und was genauso ist, sind die Tänzerinnen. Das ist ein unglaublicher Moment. Also, du gehst in diese Halle, die beiden Mannschaften kommen zum Aufwärmen rein und beim Auswärtsteam stehen Na. zugegebenermaßen 10 echt rattenscharfe Mädels und die tun nichts anderes als tanzen. Ja, da dachte ich auch erst am Anfang, ich gucke nicht richtig. Und als ich dann habe ich mal rüber geguckt zu den anderen und bei denen sind ja es ja nichts. Beim Las Vegas-Team sind die ja nicht, sondern nur beim Auswärtsteam. Da dachte ich mir schon, ja, geht schon los. Also das ist auf jeden Fall, ja, es ist, glaube ich, Amerika pur in Las Vegas. Und in der Eishalle ist auch, die Musik ist ja so laut und die Halle ist auch immer rappelvoll, bis zum letzten Platz alles ausverkauft eigentlich. Ja, und es Und ist das, eigentlich eine Club-Atmosphäre, ne? Also es ja. ist so laut. Also ich habe noch nie nach Eishalle, ja, noch nie in der Arena so laut gehört. Das ist auch irre. Okay, und dann muss man sich auf das erste Spiel konzentrieren. Wie geht das? Eigentlich, ich habe versucht, alles so zu machen wie immer. Kein Two-Touch, bin ich der beste Fußballer. Einfach nur Musik gehört, ein bisschen aufgewärmt draußen und ich sitze eigentlich immer relativ lange nur auf meinem Platz und konzentriere mich und ja, und dann, wenn man rausgeht, ich versuche eigentlich immer die Nervosität abzustellen, so gut es geht. Und wenn man Fehler macht oder schlecht aussieht, dann weil man aggressiv war, weil man was versucht hat und nicht, weil man ängstlich war. Sondern ich glaube, da tut man ganz gut daran, wenn man das versucht. Jetzt steht man mit Typen wie Joe Thornton, wie Patrick Marleau auf dem Eis. Wir haben vorher darüber gesprochen und du hast gesagt, das sind Jungs, die kenne ich aus meiner Kindheit. Da haben die angefangen, großartiges Hockey zu spielen und das waren die Vorbilder. Dann lernt man die kennen und man ist der kleine Rookie, also in Deutschland Nationalspieler, bei den Roosters Top-Saison gespielt und trotzdem kommst du, sagst: Hey Joe, guten Tag, ich bin der Leon aus Deutschland. Und was sagt er dann? Er sagt, er sagt, what's up? Ja. Er sagt, ja, naja, weil die sind eigentlich alle sehr, sehr nett und außerordentlich locker und die machen es einem ziemlich einfach, gut klarzukommen. Wie sehr lassen die einen ran? Also wenn die auch wissen, dass du ja eigentlich zum Team gehörst, aber auch wahrscheinlich noch mal runtergeschickt wirst, weil du noch ein bisschen was dazulernen musst. Ist man da vom ersten Moment an integriert? Lernt man die Leute dann tatsächlich auch persönlich kennen? Ich glaube, man ist schon gutes Gehen integriert. Ich habe auch als wir in Las Vegas waren, ich glaube, noch einen Tag vor dem ersten Spiel war ich noch essen im Restaurant mit ein paar anderen und in Burns und beim Thornton war ich schon zu Hause, Abendessen mehrmals. Und die integrieren dann schon sehr gut in der Mannschaft und fast alle, bis auf, glaube ich, wirklich drei, vier Leute in der Mannschaft, waren alle auch am Anfang zum Teil in der NHL oder sind hoch und runter gegangen zwischen NHL und der AHL. Und deswegen verstehen die den Prozess und die Situation, wo man als junger Spieler drin ist. Und ich habe nicht das Gefühl, dass sie einem das schlecht auslegen, sondern eher ganz im Gegenteil, die respektieren einen dafür, dass man das gerade durchsteht und sein Bestes gibt. Was muss man unter Beweis stellen, um diesen Respekt zu bekommen von den Jungs? Hart arbeiten, mal einen Fight oder auf dem Eis zeigen, was man kann? Ich glaube, weder noch. Es gibt überall. Man muss einfach überall seinen Job machen und ich glaube, seine Position im Team zu wissen, sozusagen, dass man nicht in die Kabine kommt und sagt, ey, tape mal meinen Schläger, sondern ja, halt sich seiner Position entsprechend ein bisschen verhält und seine Arbeit macht und quasi in Anführungsstrichen nicht, sag ich mal, nicht froh
froh sein soll, dass man da ist, aber ich glaube, man sollte erstmal ein bisschen flach halten und einfach seine Arbeit machen und dann, glaube ich, ist alles gut. Coaches in Nordamerika sind ja ganz besondere Persönlichkeiten. Ich habe es mal gewagt, tatsächlich mal einen Coach bei einer NHL-Reise anzusprechen, außerhalb des Presseraums. Also so schnell waren noch nie zwei PR-Leute neben mir und haben gesagt, ganz ruhig, junger Mann, ganz ruhig, junger Mann, was wagst du da mal? Wie sind die Coaches dann euch gegenüber? Weil du hast ja gerade auch so ein bisschen durchblicken lassen, okay, ich bin zwar mit Las Vegas geflogen, aber ich wusste gar nicht, spiele ich jetzt oder bin ich der Healthy Scratch an dem Tag? Machen die sich da auch einen Spaß draus, die Jungen ein bisschen zappeln zu lassen für so ein erstes Spiel und wie es weitergeht? Ja, ich glaube, hinter geschlossenen Türen vielleicht schon. Wir bekommen da nichts von mit. Bei uns ist nur Business eigentlich zum größten Teil. Allgemein würde ich sagen, der Head Coach ist eigentlich immer sehr, sehr ruhig. Mit dem spricht man relativ selten. Meistens sind es dann die Assistenzcoaches, der Skill Coach, der Video Coach oder so, die mehr mit einem reden und einem Sachen zeigen. Und der Head Coach ist eigentlich eher so zum größten Teil für sich selber oder der spricht dann halt mit den ganz großen Jungs. Aber hauptsächlich spricht man mit den Assistenzcoachen. Wenn du das Eishockey vergleichen solltest, dann sagt jetzt jeder, oh, was stellt der wieder für eine Frage? Kleinere Fläche, ganz andere Geschichte, wir haben es alle tausendmal gesehen. Aber ist tatsächlich etwas konkret anders oder ist nur System auf San Jose zugeschnitten, auf die AHL-Mannschaft, die NHL-Mannschaft, wahrscheinlich mit gleichen Ansätzen, damit die Jungs immer schön im System hoch und runter können? Und es gibt keinen generellen Unterschied zu Eishockey, was wir hier in Deutschland spielen. Ja, das System ist eigentlich dasselbe in der NHL, in der AHL. Ein paar kleine Sachen sind anders. Aber man will natürlich, dass die unten genau dasselbe spielen wie oben, damit sie leichter hochkommen. Und allgemein würde ich sagen, es ist, wie ich schon sagte, die Eisfläche ist kleiner. Man muss vor allem viel schneller im Kopf sein. Alles ist enger. Und ich glaube, dadurch, dass es enger ist, spielen die Mannschaften hier auch ein anderes System, weil weniger Platz da ist, kann man viel aggressiver draufgehen. Und in Deutschland habe ich das Gefühl, letztes Jahr waren viele Mannschaften, die haben sehr passiv gespielt und mehr abgewartet und mehr den Raum verteidigt vorm Tor zum Beispiel im Slot. Und in Amerika habe ich das Gefühl, es ist mehr drauf und immer was immer mindestens ein oder zwei, die direkt auf dich draufgehen. Was ist, wenn du auf diese Monate zurückschaust, das, was du gelernt hast, ganz persönlich für dich, wo du sagst, das wusste ich vorher wirklich so nicht oder habe das so nie praktiziert, was mir irgendeiner aus dem Team, aus dem Coaching-Staff mit auf den Weg gegeben hat? Ja, es ist schwer. Also es gibt viele Kleinigkeiten auf dem Eis, wann man seinen Check zu Ende fährt. Also eigentlich immer. Zumindest erwarten die das von mir. Ich glaube, da haben auch manche Spieler haben natürlich andere Aufgaben. Immer einen Check zu Ende fahren und dann den Schläger nicht in der Luft haben, sondern auf dem Eis. Und generell viel Schlägerarbeit arbeiten die sehr viel mit. Und wirklich im System auf jede Kleinigkeit. Wenn man jetzt bei uns einmal falsch gelaufen ist oder zweimal, dann hat eigentlich niemand was gesagt. Erst wenn es wirklich gravierend schlimm war, aber hier drüben ist es so schnell und so gut, wenn man da wirklich einmal nur eine halbe Sekunde zu spät ist, dann kriegt man schon direkt einen Konter und dann kriegst du auch direkt eine Ansage. Gibt es Vertrauenspersonen? Also schafft man sich in einer kurzen Zeit Freunde, die mit einem auf dem Eis stehen? Gibt es irgendwen, auf den man sich dann besonders verlassen kann? Beim Staff beispielsweise? Ich meine, hier am Seiler See, ich meine, du kennst Günni, du kanntest André, Toto seit vielen Jahren, weil sie immer im Umfeld dabei waren. Wie schafft man sich das in einer Mannschaft, wo man reinkommt und ja wirklich gar keinen kennt. Du hast es oft genug in deinem Leben erlebt. Ja. Ich glaube, man ist automatisch, entwickelt man so Beziehungen zu manchen Leuten in der Mannschaft. Häufig wenn man die gleiche Sprache spricht oder aus dem gleichen Land kommt oder irgendwas Gemeinsames schon hat.
Dann mit der Zeit trainiert man mit denen häufig zusammen auf dem Eis, neben dem Eis, dann geht man mal zusammen essen. Mit den Betreuern redet man immer häufiger, mit dem Krafttrainer, und dann spielt man im Flugzeug mit manchen Karten, sind meistens immer die gleichen. Und dann entwickelt man schon natürlich ein bisschen engere Beziehung mit manchen. Ist auch lustig, wenn man plötzlich sagen kann, man spielt im Flugzeugkarten, ne? Wenn man sonst immer nur im Eis gesessen Ja, hat, also oder? anschneiden, dass man sich anschneiden muss, sagt da keiner. Ach, keine Stewardess, die dann schön mit Wägelchen sah und vorher mit Maske, wie es denn alles so sein Laufen muss. alle beim Start rum, wenn das Flugzeug so ist. Das durftest du jetzt nicht erzählen. Das durftest du nicht erzählen. Nein, Spaß beiseite. Wie ist das mit den Jungs, die auch kämpfen, immer zwischen der AHL-Mannschaft und der NHL-Mannschaft? Gibt es da Verbindungen oder sind das definitiv nur Konkurrenten? Nein, ich glaube, es ist auch, es ist von Spieler zu Spieler anders. Ich glaube, manche Spieler sind ein bisschen, sag ich mal, wie soll man sagen, sind ein bisschen ruhiger. Die sind halt ein bisschen ruhiger. Manche, glaube ich, kommen man trotzdem super klar. Ich glaube, man muss halt verstehen, dass man es langfristig nicht schafft, nach oben zu kommen, weil andere schlecht sind oder weil andere mal schlecht aussehen, sondern nur, weil man selber gut ist, über einen langen Zeitraum. Und deswegen bringt es eigentlich wenig, wenn man Miesepeter ist und schlechte Laune verbreitet oder sowas. Und die meisten haben das, glaube ich, verstanden. Und deswegen ist man, auch wenn man Konkurrenten ist, auf eine gewisse Art, ist man trotzdem nett zueinander. Man ist letztendlich auch noch ein Teammate und macht alles andere auch zusammen. Man geht essen und alles Mögliche. Reden wir mal über das Rundherum. Also hier ist es so, wenn ein Spieler von auswärts kommt, dann fährt er in die Eissporthalle, wenn er am Flughafen gelandet ist, wird abgeholt, kriegt dann sein Auto, kriegt den Schlüssel zur Wohnung und es fährt noch einer mit und sagt so, das ist dein Computer, das ist dein Telefon und da gehst du aufs Klo. Was war bei dir? Also du hast schon gesagt, erstmal 2 Monate Hotel. Ja, also hier ist es so, ich glaube, wenn man das erste Jahr da ist oder vielleicht auch immer, weiß ich nicht genau, man kann, glaube ich, bis zu 2 Monate im Hotel bleiben. Und dann, wenn man will, kann man auch länger, aber dann bezahlt das Team halt nicht mehr. Und das ist teuer in Amerika. ja, und dann musst du halt zusehen, wo du bleibst, ne? Da musst du dir eine Wohnung organisieren, Auto organisieren. Wenn die Wohnung noch nicht möbliert ist, musst du dir ein Bett besorgen und alles. Das musst du alles selber machen. Also das ist schon ein großer Unterschied. Und ich glaube, da geht es uns in Deutschland schon sehr, sehr gut, dass das Team das alles für uns macht, mit den Autos, Versicherungen, mit den ganzen Wohnungszeugs. Hat's dir geholfen, dass du schon mal eine Zeit in den USA warst und sozusagen so ein bisschen die Rahmenbedingungen kanntest? Also wusstest A, wo muss ich mein Telefon bestellen? B, wo muss ich hingehen, um das und das und das zu regeln? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich meine, wenn man ganz neu ist, ich glaube, als ich das erste Mal da war, ich wusste gar nichts. Ich wusste nicht, wie die Supermarktketten heißen, wo man mal überhaupt ein Bett holen kann, wo man jetzt mal essen geht. Und von meiner Zeit da kannte ich das natürlich alles schon. Und mein Englisch ist auch deutlich besser geworden in den 2,5 Jahren davor. Und deswegen war das eigentlich keine große Sache mehr. Lustig, ich glaube, ich darf es erzählen. Wir haben uns getroffen und du hast uns am Hotel damals abgeholt. Du hattest eine Veranstaltung im Februar mit dem Team und da waren Sponsoren dabei. Und ich habe gedacht, okay, mit was für einem Auto fährt Leon Bergmann jetzt vor, um uns abzuholen und dann lecker was essen zu gehen? Und plötzlich knatterte es in der Innenstadt von San Jose und ein gelber, leicht orangefarbener Hammer fuhr vor. Und ich dachte, okay, der lässt sich's gut gehen. Stimmte aber nicht. Du hast dieses Auto, war dein Traum schon, als du das erste Mal drüben warst? Und den hast du auch dann nochmal, wie gesagt, so jetzt auch für die Zeit in San Jose genutzt? Ja, genau, ich hatte den schon nach meinem ersten Jahr drüben. In den Juniors habe ich einen Führerschein hier gemacht im Sommer, und dann, als ich wieder rüber bin, mussten wir dann ein Auto besorgen. Und in South Dakota ist ja auch ein bisschen kälter und ein bisschen mehr Schnee als hier. Und ja, das ist natürlich ganz gut, wenn man ein bisschen größeres Auto hat. Es ist
Ja, ich finde es einfach ein cooles Auto Ist und es. Ist es. jetzt konnte ich mich immer gut drauf verlassen. Die Musikanlage ist sehr laut. Braucht man auch wegen der Außengeräusche, die ist sehr gut, muss ich sagen. Und ja, als ich dann wieder hier drüber rüber bin für ein Jahr, habe ich den bei meinen Gasteltern stehen lassen. Die haben sich gefreut, dass sie den benutzen konnten ein bisschen. Und ich hab mir schon gedacht, dass ich wahrscheinlich in naher Zukunft, ob das 1, 2 oder 3 Jahre wieder rübergehe irgendwann. Und weil ich super zufrieden war mit dem Auto, habe ich das dann auch wieder genommen von denen. San Jose ist eine bemerkenswerte Stadt. Also ich bin da zweimal durchgefahren, aber nie so ausgestiegen und habe mal ein bisschen was geguckt. Stadtkern, sehr ruhig, aber eine Millionenstadt. Wie lebt sich's da alltäglich? Also das Schlimmste ist wahrscheinlich der Verkehr, oder? Also der Traffic Jam jeden Tag, der bringt einen auf die Palme. Ja, fragst du mich was? Ich bin eigentlich gar nicht so oft unterwegs. Naja, ich weiß nicht, wo dein Apartmentkomplex war, aber zur Halle bist du schon ab und zu mal gefahren. Ja, nein, also Rush Hour ist halt sehr, sehr schlimm. Gerade generell in den USA, glaube ich, ist Rush Hour sehr, also da kommt auch Rush Hour, das ist sehr voll immer. Morgens und na nachmittags so um 4, 5. Wenn man da für eine Strecke 20 Minuten braucht, in der Rush Hour brauchst du fast eine Stunde, eine Dreiviertelstunde dafür. Und ja, in der Stadt, ich meine, downtown bin ich relativ wenig. Nach dem Spiel vielleicht mal fährt man dann durch nach Hause oder so. Aber eigentlich für meinen Teil bin ich meistens außen so ein bisschen und ich gehe häufig essen und fahre ich außen ein bisschen her. Und da sind ja wie. Als wir weg waren, immer so Komplexe, wo dann ganz viele Restaurants oder Supermärkte sind. Und ja, da bin ich meistens. Er trank ein Wasser, aß und entschuldigte sich fast ein paar Chicken Wings, aber nicht auf, von den, ich glaube, 8, die drin waren. Und danach gab es Lachs mit Brokkoli. Bist du tatsächlich, ja, du bist es, wir ahnen das alle schon, bist du tatsächlich immer so seriös unterwegs, wenn du in einer Saison bist? Selbst in Nordamerika, wo das ja mit dem richtig gut essen nicht immer ganz einfach ist. Ja, die Essenskultur, die ist ein bisschen anders bei denen drüben als bei uns. Ja, von Salat oder so haben viele noch nichts gehört. Ja, ich meine, ich muss sagen, früher war ich, glaube ich, noch disziplinierter als heute. Heute esse ich gerne auch mal auf Roadtrips zum Beispiel auch mal ein Stück Schokolade oder so, weil ich habe für mich die Erfahrung gemacht, man fühlt sich doch besser, wenn man ab und zu auch mal einen Burger isst oder mal ein Stück Schokolade, dann fühle ich mich besser, als wenn ich komplett gar nichts sowas esse, nur gesund. Daher habe ich da ein bisschen einen Kompromiss gemacht. Und ich meine, man sieht auch bei den anderen in der Mannschaft, was die immer essen und was sie trinken mit Cola und was weiß ich. Also ich glaube, anderen geht es da genauso und deswegen versuche ich da auch noch immer dazu zu lernen. Dazu zu lernen, dass ein Leben auch ein Leben hat, sozusagen. Wenn man ansonsten darauf schaut und mit vielen NHL-Leuten ja auch mal in der Vergangenheit zumindest Geschichten gelesen hat, selbst geredet, das würde ich jetzt zugeben, hat man natürlich nicht hier und da mal einen. Die sagen alle, du, wie wir am Anfang auch besprochen haben, diese 10, 15%, die du einfach mehr machen musst, ohne die geht's nicht, wenn du da drüben erfolgreich sein willst, oder? Ja, ich glaube, es sind noch nicht mal 10, 15%, es sind vielleicht 5%. Es ist auch wenn man jetzt das Niveau vergleicht von der DL und der NHL, es ist natürlich schon ein großer Unterschied, aber irgendwo ist es auch wieder kein großer Unterschied. Es sind wirklich Kleinigkeiten. Es ist im Schuss vielleicht 3, 4% besser, beim Laufen 2, 3% besser, körperlich 3, 4% besser. Das sind alles, wenn man das jetzt nebeneinander vergleichen würde, nur die einzelnen Sachen für sich, dann wird man gar nicht so einen großen Unterschied erkennen. Es sind wirklich Kleinigkeiten. Also
pingeligste Kleinigkeiten, glaube ich, die den Unterschied machen. Und das halt in allen unterschiedlichen Bereichen. Und das muss man halt schaffen über Jahre, über fast Jahrzehnte, wenn man jetzt nicht direkt mit 18 es schafft, sondern vielleicht erst Anfang 20, Mitte 20. Jeden Tag versuchen, sich selber zu motivieren und die Kleinigkeiten immer zu machen, weil ich glaube, wenn man das nicht schafft, dann ist es ziemlich schwer. Wie hart war für dich, dass diese Saison jetzt durch diesen Virus erstmal unterbrochen ist und dass du jetzt sozusagen sogar den Weg in die Heimat antreten, in Anführungszeichen, musstest, wo du gerade wieder so auf dem Weg warst? Also deine Saison war ja auch nicht ganz einfach. Ging am Anfang, ja, die Spiele, alles, was dazugehörte, dann hoch, runter, hoch, runter. Du hast dir eine Handverletzung zugezogen in der Saison, die ja auch nicht ganz einfach war. Und jetzt warst du gerade wieder dran und dann kommt Bumm, dieses Virus. Ja, die Handverletzung war sogar im Sommer. Die war ein bisschen, ja, die hat ein bisschen wehgetan. Aber ja, die ist eigentlich ganz gut verheilt. Weiß nicht, ob man das sieht. War schon ein bisschen gelitten, würde ich sagen, ja. So, ja, ganz gute Narbe. Aber eigentlich, wenn man das so sieht im Alltag, also man, es fällt eigentlich kaum auf. Und jetzt einen guten Job gemacht. Ich meine, die ganze Saison war ja hoch und runter quasi. Ich glaube, am Anfang 2,5 Wochen oben, dann unten für 6 Spiele, dann wieder oben 2 Spiele, dann wieder runter. Dann war ich verletzt für 5 Wochen, knappe 5 Wochen. Bin dann zurückgekommen. Es lief eigentlich direkt sehr gut. Und ja, bin ich wieder hoch. Und ich hatte den Eindruck, es lief auch, als ich jetzt wieder oben war, ziemlich gut. Und war natürlich schade, dass es genau jetzt, jetzt dann so ein Virus kommt. Ich glaube, ich hätte da gute Chancen gehabt, weiter dabei zu bleiben. Ja, aber das ist bei allen so, hoffentlich. Hoffentlich, vielleicht geht es ja nochmal weiter. Man hört auch jede Woche was anderes. Das weiß niemand so genau im Moment, ob es noch weitergeht, ob nur die Playoffs gespielt werden oder ob überhaupt die nächste Saison pünktlich startet. Das weiß keiner im Moment. Nee, das ist tatsächlich so. Das wissen wir hier nicht, das wisst ihr drüben nicht. Wie stehst du im Moment in Kontakt mit dem Team? Wir haben eine Gruppe und da werden halt immer News reingeschrieben und sonst ein paar spielt man PlayStation, ein paar hat man auf Snapchat oder Instagram und ab und zu schreibt man sich da auch mal was. Tja, jetzt bist du hier. Haben Sie dir mal gesagt, in welcher Zeit du wieder drüben sein müsstest, also mit welcher Vorankündigung, falls die Hauptrunde tatsächlich fortgesetzt würde? Ich glaube, ihr habt noch 3 Spiele, habe ich das richtig im Hinterkopf, bis dann die Hauptrunde für euch und damit ja auch die Saison leider beendet wäre? Nee, ich glaube, wir hatten noch fast 20 Spiele gehabt. Oder Okay. sagen wir mal 15. Ja. So 15 herum, vielleicht ein paar weniger. Ich habe also bei uns hat noch niemand was gehört. Ist absolut, man ist im Dunkeln. Bin auch ehrlich, wenn man genau das hätte, dann dürfte man das wahrscheinlich auch erstmal nicht sagen, bis es öffentlich wird. Ja, das ist. Aber ja, keiner weiß es. Was ich glaube ich gehört habe, was auch schon öffentlich ist, dass wenn es wieder losgehen sollte, dass dann erstmal alle Mannschaften halt wieder ihre Spieler zurückholen und dass man dann nochmal ein kurzes Training Camp hat für 2 Wochen oder so. Aber mehr weiß ich da auch nicht. Gut, dann bist du jetzt wieder im guten alten heimatlichen Dorf und läufst jeden Tag, machst Schießübungen, das haben wir gesehen auf deinem Instagram-Account. Was macht ihr noch? Ja, ich bin sogar einmal schon auf den Sportplatz gegangen hier bei uns. Was? Da wurde ich aber runtergeschmissen. Da gab's direkt Stress. Bei uns in Iserlohn gab es direkt Stress dann erstmal. Ja, da, was weiß ich, war ein Problem, dass ich da war. Ich meine, war gesperrt. Sagen wir einfach mal, wusste ich nicht. Ja, aber jetzt, ich glaube, vor 4 Tagen oder so kam ja sogar so eine Sondergenehmigung für alle Berufssportler von der Landesregierung in NRW, dass die Berufssportler wieder trainieren dürfen, unter Einhaltung der allgemeinen
Hygienevorschriften. Mhm. Deswegen, ja, ich hoffe mal, das wird ein bisschen einfacher, die nächsten Tage wieder zu trainieren, weil es immer im Wald laufen und da Baumstämme durch die Gegend werfen, das ist auf Dauer, glaube ich, nicht das Beste. Ja, müssen wir mal gucken, was geht. Es ist ja auch mit den ganzen Lieferketten, jetzt kann man sich ja auch noch nicht mal was Vernünftiges bestellen zu Hause zum Trainieren. Und Ja, das stimmt. ist schwierig. Tja, das stimmt ohne jeden Zweifel. Aber es ist immer noch besser als das, was du im Moment, glaube ich, in den Vereinigten Staaten, in Kalifornien erlebt hättest. Hast du, ich meine, wir hören ja immer nur Geschichten und sehen den Präsidenten. Das ist alles. Wie war denn das Leben da jetzt in den letzten Tagen? Also mit Ausgangssperre, ich weiß nicht, hast du die eigentlich noch miterlebt? Ja, aber ich muss ehrlich sagen, er hat sich, glaube ich, kaum dran angehalten. Also ich auch nicht. Ich bin auch noch rausgegangen, und habe dann halt im Stadtpark trainiert. Da war dann noch so ein Basketballfeld, da waren dann nur noch die anderen irgendwelche, die haben dann noch Basketball da gespielt und Tennis haben viele gespielt draußen. Es war deutlich weniger Verkehr, also es waren schon weniger Leute draußen. Im Supermärkten waren auch ein paar Regale leer, aber allgemein, glaube ich, ist da auch noch nichts jetzt Panisches oder so. Es ist deutlich leerer draußen, das sieht man schon, das ist bei uns ja hier auch. Aber ja, ich glaube, die Leute sind viel draußen, allein oder zu zweit und ist vielleicht doch mal ganz gut. Was hamstert der Amerikaner? Ketchup und Okay. weiß ich nicht, Burger Patties Das kann gut möglich sein. Lass uns zum Abschluss, Leon, wir sind schon lang unterwegs, noch ein paar Sätze über die Roosters reden. Wie sehr hast du die vergangene Saison verfolgt? so. Ja, ich eigentlich nicht täglich, aber regelmäßig. Also ich habe eigentlich so gut wie jede Spielzusammenfassung geguckt von den Roostern, von Mannheim auch und ja, ab und zu mal mit welchen geschrieben oder so. Und ja, ich verfolge das schon immer. Wir alle haben ja einen Traum. Irgendwann so, wenn du deine 1000 NHL-Spiele im Sack hast oder wenn die Lockout-Saison kommt. Ich meine, klar, du stehst jetzt erstmal in Mannheim unter Vertrag und wir wollen nichts dafür sorgen, dass irgendwann Mannheimer, ich habe gesehen, zwei, drei sind ja auch mit dem MERC-Herzen dabei. Solange der Vertrag in Mannheim gilt, ist das so, das ist überhaupt gar keine Frage. Aber so in 10 Jahren, lass uns doch mal drüber plaudern. Kriegen wir dann noch mal ein Spiel mit dir im blau-weißen Trikot? Ja, das glaube ich schon. Auf jeden Fall. Also ich glaube, ich habe die Karriere in Iserlohn, also die Profikarriere begonnen in Iserlohn und wäre schade, wenn ich nicht irgendwann nochmal spiele und nicht vielleicht. Auf jeden Fall, bevor ich aufhöre, komme ich auf jeden Fall nochmal vorbei. Ich kann nicht sagen, wann, aber irgendwann auf jeden Fall. Leon, wir alle wünschen dir, glaube ich, von Herzen, dass, egal ob es Mannheimer sind oder ob es Iserlohner sind, dass die NHL-Karriere die Richtung nimmst, die du dir wünschst. Bleib gesund, das ist das Wichtigste und vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke. Leon, alles Gute. Das war Insta Live bei IMK mit Leon Bergmann. Habt alle noch einen schönen Nachmittag.